Die 16 österreichischen Meisterschaften im Riversurfen wurden diese Tage auf dem Multiplex City Wave ausgetragen. Genießen Sie die nun folgende Surf-Action. Mit der Premiere bei den 10. Olympischen Spielen in Tokio ist Wellenreiten so populär wie nie zuvor und kann auf der Multiplex City Wave unter optimalen und sichersten Bedingungen erlernt werden und das direkt vor der Haustüre Wiens. Am vergangenen Wochenende fanden bei so gar nicht mehr sommerlichen Temperaturen die österreichischen Meisterschaften im Stationary Wave Riding und Riversurfen statt. Es ist ganz Österreich hier versammelt, alle Flusssurfer, das heißt sprich die Leute aus Salzburg, aus Graz, die Szenen aus Oberösterreich, und sie haben sich alle hier versammelt, um den österreichischen Meistertitel auszumachen. Also der Ablauf ist so, dass immer vier Surfer gegeneinander surfen. Jeder hat vier Runs und die besten zwei werden gewertet. Und es geht hauptsächlich um Kreativität, Style, Speed, Flow, das heißt schöne, schnelle Tricks zeigen. Wie gut glauben Sie, eignet sich denn diese City Wave hier für die heutige Veranstaltung? Ja, das ist perfekt, weil die Welle ist einfach immer gleich, die ist richtig druckvoll und eigentlich das Beste, was es gibt. Und ja, das hat halt faire Wettkampfbedingungen. Man sieht auch, viele jüngere Menschen sind heute hier mit dabei. Ab wann kann man denn mit so einem Sport anfangen? Man kann relativ früh damit anfangen. Ich würde sagen, mit 7, 8 Jahren kann man beginnen. Bei uns ist halt so, ab 8 Jahren eher 25 Kilo sollte man schon haben. Das ist einfach, man genug Gewicht aufs Wasser bringen kann, aber danach ist kein Problem. Und so lernen auch Kinder und Jugendliche das Surfen und machen rasch Fortschritte. Vielleicht ist sogar ein zukünftiger Olympiateilnehmer schon jetzt mit dabei. Ich persönlich habe 2016 beim Schwarzenbergplatz begonnen. Da das war 5 Minuten von mir entfernt. Mein Vater war eh immer Surfer. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, warum mache ich da nicht auch einfach mit? Also ich habe ein Jahr später angefangen, erst 2017, wo die Welle schon hier in der SCS war. Und ja, bei uns in der Familie ist auch jeder Wassersport begeistert. Vor allem mein Vater, der war früher halbwegs professioneller Wakeboarder. Eigentlich von meinem Vater, der ist eigentlich einer der Gründer. Und deswegen bin ich über ihn bin ich hierher gekommen. Also ich habe einmal ausprobiert und seitdem bin ich reingekippt und habe gar nicht mehr aufgehört damit. Ja, ich auch. Ich habe es vor 5 Jahren das erste Mal probiert. Und seitdem surfe ich und ich glaube, ich werde auch nicht damit aufhören. Man sieht, die Kids, die kommen auf die Welle, haben so viel Spaß dabei. Und auch im höheren Alter, also da darf ich mich dazu zählen, gehört das dazu, dass man einfach sich immer versucht weiterzuentwickeln, neue Tricks zu lernen. Und das macht es eigentlich aus. Durch die rasant gewachsene Community und das ständig steigende Level der Gäste wurde das Angebot ausgebaut, um allen Surfern die perfekte Welle anbieten zu können. Mit an Bord auch die Arbeiterkammer. Weil wir mit unserer Marke AK Young, die Marke der Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsjugend Niederösterreich, genau das tun, was junge Leute interessiert. Und wir sind immer so, wo wir sagen, wir wollen bei den neuen Ideen ganz, ganz vorne dabei sein. Und so wie hier bei der City Wave sind wir ganz vorne dabei, das 5. Mal. Also seitdem sind Niederösterreich hier in der SCS ist, sind wir dabei und wir haben jedes Jahr eine Steigerung der Teilnehmer, das Niveau der Sportbegeisterten. Hier Surferinnen und Surfer wird immer besser, also Punkt genau. Die Multiplex City Wave sorgt also schon im 6. Sommer mit einem breiten Angebot für ein perfektes Surferlebnis für alle. Die letzten Sessions können noch gebucht werden. Am 10. Oktober ist dann Schluss für heuer. Das Ideale ist einfach, dass die Bedingungen immer gleichmäßig sind. Also die Welle erzeugt einen konstant gleichmäßigen, extrem hohen Druck. Die Welle steht super schön da bei 1,40 Meter Höhe und dadurch kann man sich sehr gut einstellen und es hilft einfach den Fahrern, sich anzupassen. Also man muss sich nicht lange anpassen.